amigos. Nachdem ich jetzt 2 Tage lang am Strand der Lagune gechillt habe, mich erholt und auskuriert habe, geht es jetzt zur ersten Grenze. Zur Grenze nach Belize. Von ungefähr 40 Kilometer. Also es sollte ein leichtes sein, das heute zu erreichen. Mal schauen, ob der Grenzübergang ist. Vamos! Das ging jetzt einigermaßen flott. An so einen Zettel ausfüllen und schon habe ich den Stempel im Pass. Alles okay. Großes Glück gehabt, zum Teil sogar starken Rückenwind, aber nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Der Wind kommt jetzt wirklich von vorne und blast mit sicher 15 km/h, macht das Ganze ziemlich mühsam. Ja, da muss ich durch. I have to
go to direction Progresso. Oh, Progresso, that's where I'm going. Ah, okay. Ich habe gerade einen Belisianer, keine Ahnung, ob man jetzt wirklich so dazu sagt, kennengelernt, den Mario. Ganz ein netter Kerl. Und der ist auch mit dem Radl auf dem Weg gewesen von Corusol runter Richtung Progresso, im selben Weg wie ich. Und dann sind wir halt zum Reden gekommen. Es ist halt das Angenehme da in Belize, ist die Amtssprache Englisch. Da kann man sich dann wieder mit den Leuten verständigen. Und er hat mich eingeladen bei ihm auf seinem Grundstück, auf seiner kleinen Farm zu übernachten, mein Zelt da aufzubauen. Und das ist ein Traum. Alles da, kriegt frische Eier in der Früh, weil es Händeln gibt. Das ist einfach super. Und da haben wir schon die Eier da. Super. Das Frühstück wartet. Bitte da nicht draufsetzen und ausbrüten, die mit dem morgen zum Frühstück essen. Passt. Jetzt im dritten Tag schon in Belize und es gefällt mir sehr gut, bis auf die Preise, die hier sind. Es ist alles ziemlich teuer, viel teurer als in Mexiko. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt schleunigst Richtung Guatemala unterwegs bin. Ich habe gestern hier in der vorherigen Stadt übernachtet, Orange Walkdown heißt die, aus dem Grund, leider Murphy's Law wieder zugeschlagen hat und diesmal mein Solarpanel seine Funktion eingestellt hat. Jetzt habe ich, wie ich da angekommen bin, da bin ich gestern ja nur 40 Kilometer oder so gefahren, habe ich einen Elektroniker gesucht, was mir auch gelungen ist. Ich habe das Solarpanel brechen gelassen, weil er was Mittagspause machen wollte. Haben wir in der Zwischenzeit dann das Frankreich-Marokko-Spiel angeschaut. Bei gutem chinesischen Essen. Es gibt nämlich in Belize alle Nationalitäten, von Chinesen, Indern, Südamerikanern, Mennoniten, wirklich alles. Amerikaner, Mayas, also sehr gemischtes Völkchen hier. Und wirklich sehr angenehm, weil die Leute irrsinnig freundlich sind. Zurück zu der Sache mit dem Solarpanel. Der Elektroniker hat es hingekriegt, dass das wieder lädt. Aber das Problem ist gewesen, der hat müssen ja dieses Panel aufmachen. Das ist ja vernäht im Stoff. Er hat das komplett aufgemacht. Und wenn man zugemacht natürlich. Ich glaube, da müssen einen Schneider suchen. Habe einen gefunden, habe das wieder zusammennähen lassen, aber leider funktioniert das doch Panel seitdem nicht mehr. Das ist natürlich sehr, sehr unangenehm, weil das schränkt mich total in meiner Stromautarkie ein. Ich muss jetzt am öfters in ein Hotel gehen, als ich lieb habe, würde ich lieber gern viel zelten und nicht im Hotel schlafen. Schon aus finanziellen Gründen. Außerdem, weil ich das liebe, im Zelt zu übernächtigen. Tja, kann man nichts machen. Muss halt schauen, dass ich irgendwann wieder die Möglichkeit habe, wenn ich wo länger bleibe, dass ich wieder einen Versuch einer Reparatur starte. Zur Gastfreundlichkeit der Belizianer. Ist mir gestern eben passiert, wie ich da in Orange Walkdown angekommen bin. Dieser Typ auf dem Motorrad. Kann, hat mir dann auch angeboten, dass ich bei ihm auf seinem Grundstück mein Zelt aufbauen.
und habe bei Peto, so heißt er, das ist ein, ursprünglich ein Argentinier, der aber da sehr viel in Zentralamerika und Nordamerika unterwegs ist, da in Belize sein Business hat, der hat mich da eingeladen, das habe ich dann dankbar angenommen. Ich bin jetzt auf dem Weg Richtung Grenze Belize-Guatemala, das sind ungefähr 100 Kilometer. Schauen wir mal, ich glaube, ich wäre schon extrem heiß. Überhaupt nicht mehr, weil in der Früh ist das immer wascheln aus. Das macht für mich keinen Sinn, das jetzt trocknen zu lassen, weil das dauert jetzt dann mindestens ein, zwei Stunden, bis die Sonne richtig rauskommt und es trocknen wird. Und dann ist es gleich wieder heiß. Also, gescheiter ist es, den Morgen zu nutzen, die morgendlichen Stunden. Ja, Belize. Die Leute sind gastfreundlich wie die Perser, aber verkehrstechnisch wie die Inder. Also sprich, es gibt nur eine Verkehrsregel. Der Stärkere hat Vorrang. Also wenn ich Gegenverkehr habe, das kommt einer von hinten. Nur sie schleunigst runter von der asphaltierten Fahrbahn. Leider ist da das Parkett meistens unasphaltiert, aber das ist denen scheißegal. Sonst überholen die mit 10 cm Seitenabstand. Also nicht der Klügere, aber der Schwächere gibt noch. Naja, ich muss wieder runter. Da kommt wieder ein Bus. Jawohl. So schaut's aus im Schneckenhaus. This is map, a map, navigation. I know. Okay. Yeah, thank you. Nice bike. Bye. Okay, thank you. Yes. Yes, you do it, man. Willkommen in San Ignacio. Da habe ich schon den Vorgeschmack jetzt auf Guatemala. Nach 100 Kilometer geht es da mit 20% Steigung rauf. Ich liebe es. Ach, komm hier.
zum Schirm. Eieiei, die Gras ist weg. Die heutige Dusche habe ich mir verdient.